Ja, hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Sabine Odhiambo, ich bin die stellvertretende Generalsekretärin der Deutschen Afrika-Stiftung und werde Sie heute durch diesen Nachmittag geleiten. Bevor wir beginnen, einige kurze technische Hinweise und zum Ablauf. Die Veranstaltung findet auf Deutsch und Englisch statt. Sie wird aber auch zeitgleich simultan übersetzt. Wenn Sie Übersetzung brauchen, klicken Sie bitte unten auf diesen Globus. Da können Sie dann auf Deutsch oder Englisch wählen. I will just say that in English very fast. If you would like to hear the translation into English, please tick on the globe below. Zum Ablauf, wir werden nach der Vorstellung der Studie zunächst mit unserem kenntnisreichen Podium über die Ergebnisse diskutieren. Im Anschluss erhalten Sie als Zuschauer und Zuschauerinnen dann noch die Chance, Fragen zu stellen. Hierzu können Sie entweder einen Videobeitrag leisten, indem Sie die Hand heben, oder Sie können Ihre Frage direkt über die F- und A-Funktion in den Chat, an uns schreiben. Der Chat selbst, den möchten wir nur dazu nutzen, dass Sie sich untereinander austauschen können. Genau, das wäre es erstmal zu den technischen Details. Zur Begrüßung möchte ich abgeben an die Abteilungsleiterin Afrika bei Brot für die Welt, mit denen wir zusammen diese Veranstaltung heute organisieren. Helle Dossing, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank und auch willkommen von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass so viele sich für eine Zoom-Sitzung an einem sonnigen, frühlingshaften Nachmittag entschieden haben. Ich hoffe, das spricht für die Brisanz des Themas. So, Sabine Odhiambo hat mich so vorgestellt als Abteilungsleiterin der Afrika-Abteilung bei Brot für die Welt. Ich verrate aber auch gerne hier, dass ich früher lange Referentin für Südafrika bei Brot für die Welt war und dabei die Arbeit und Kämpfe von unseren südafrikanischen Partnern für anständige Arbeits- und Lebensbedingungen im Bergbau und in der Landwirtschaft und auch die politische Arbeit für Lieferkettenverantwortung in Deutschland begleitet habe. 2017 bis Anfang 2019 habe ich auch als Referentin für Afrikapolitik die Initiative von Brot für die Welt zur Begleitung der deutschen Afrika-Initiativen mit angestoßen. Und auch die Terms of Reference für die Studie, die wir heute vorgestellt bekommen, entwickelt und ausgeschrieben. Deshalb ist es natürlich für mich heute eine sehr große Freude, die Veranstaltung Ausländische Privatinvestitionen in Afrika, Segen oder Flucht zu eröffnen und das Thema trotz Pandemie und anderer aktuellen Prioritäten in der deutschen und internationalen Politik wieder auf der Tagesordnung zu setzen. Investitionen sind zentral für ein nachhaltiges Wachstum, auch in Afrika. Grundsätzlich fanden wir es gut, dass die Bundesregierung und die internationalen Entwicklungsakteure 2017 mit dem Compact for Africa und dem Marshallplan mit Afrika neue Akzente für die deutsche Afrikapolitik und mehr Fokus auf Mobilisierung von Privatinvestitionen und das Schaffen von günstigen Investitionsbedingungen in afrikanischen Länder setzten. Aber Investitionen alleine reichen nicht aus und können durchaus gravierende, ungewünschte Konsequenzen haben. Um Ungleichheit zu reduzieren, armutsreduzierende Wirkung zu erzielen, müssen die Investitionen mit sozialen Grunddiensten, funktionierenden Fiskalsystemen und mit arbeitsintensiven Produktion, agrarökologische Landwirtschaft und so weiter einhergehen. Es muss sichergestellt werden, dass Investitionen Menschenrechts- und Umweltstandards berücksichtigen, dass die tatsächlich auch Beschäftigung schaffen und zu Armutsreduzieren beitragen. Die Förderung der Privatinvestitionen sollte kohärent mit anderen Politiken und in Übereinstimmung mit den Zielen der Agenda 2030 für eine nachhaltige Entwicklung sein. So diese und auch andere Kritikpunkte hat Brot für die Welt und viele andere Akteure auch schon lange und auch in 2017 vorangebracht. Statt denn nur im politischen Dialog zu gehen, haben wir uns dafür entschieden, die Debatte weiter zu qualifizieren und haben eine Studie im Auftrag gegeben, die konkrete Beispiele und Erfahrungen mit ausländischen Privatinvestitionen analysiert. Nun liegt die vor, die Studie, und beinhaltet sowohl eine Reihe von interessanten und leider nicht positiv belegten Fallstudien,
als auch Empfehlungen an die unterschiedlichen Akteure. Es geht hier nicht um eine Evaluation der Afrika-Initiativen von 2017. Dafür ist es viel zu früh. Und auch durch Corona und ist die Entfaltung und Diskussion der Compact with Africa und auch im Hintergrund geraten. Wir hoffen, was wir hoffen ist, dass wir die Veranstaltung, durch die Veranstaltung heute der weiterhin sehr wichtigen Diskussion neue Energie hinzufügen und qualifizieren können. Ich freue mich heute Nachmittag besonders, dass wir nicht nur die Studie und die Empfehlung vorstellen können, sondern auch unser langjährigen Partner Mohamed Konze vom Sierra Leone Network on Right to Food, SILNOF, und Jane Nalunga von the Southern and Eastern African Trade Information and Negotiations Institute, SEATINI, in Uganda mit uns haben. Beide arbeiten seit Jahren zum heutigen Thema und das Fallbeispiel von ADAX, was auch in der Studie beschrieben ist, wurde lange von Mohamed Konze und SILNOF begleitet. Ich freue mich natürlich auch sehr, dass wir Herr Michael Krake, Abteilungsleiter für globale Gesundheit und Wirtschaft, Handel, ländliche Entwicklung bei der BMZ, für die Diskussion gewinnen konnten. Ich vermute, Sie haben auch gerade nicht wenig zu tun, wenn ich jetzt globale Gesundheit lese. Durch die Einbeziehung der lokalen Zivilgesellschaft sowohl bei der Verhandlung und Aufstellung der neuen Investitionsinitiativen ist notwendig, um die Bedürfnisse und Rechte der Ärmsten zu berücksichtigen, und es stärkt demokratische Teilhabe. Einbindung der Zivilgesellschaft in den Monitoring und der Evaluierung erlaubt einen kritischen Blick auf die Wirkung der Initiativen auf unterschiedlichen Zielgruppen. Diese Einbeziehung ist häufig unbeachtet und bei der Ausarbeitung des Compacts with Africa wurde die gar nicht praktiziert. Insofern dient die Diskussion heute diesem Ziel der Einbeziehung lokaler Expertise und überhaupt das Schaffen von Grundlagen für sektorübergreifende Partnerschaften und Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Das halten wir für notwendig, wenn wir nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität der Investitionen sichern wollen. Diese Zusammenarbeit fördert Brot für die Welt in seiner neuen Strategie, unter anderem unter der Unterschrift transformative Partnerschaften. So, zum Schluss möchte ich nur ganz herzlich auch bei der Deutschen Afrika-Stiftung, die heute die Veranstaltung mit uns, Brot für die Welt, hostet, bedanken. Und ich freue mich jetzt sehr auf das Input und auf die Diskussion. Vielen Dank. Vielen Dank. Genau, wir werden gleich anfangen mit der Vorstellung der Studie. Dr. Matthias Witt ist dafür hier. Er ist gelernter Volkswirt und war mehr als 20 Jahre bei der GIZ tätig, wo er unter anderem auch das Finanzministerium zum Compact with Africa beraten hat. Als Mitbegründer und Geschäftsführer von WINS Global Consult ist er weiterhin in der Beratung in den Bereichen wirtschaftliche Entwicklung, politische Ökonomie und Public Governance tätig und hat eben mit seinem Team zusammen die Studie Private Investment in Africa, Threatening Livelihoods of African Citizens verfasst. Dr. Witt, Sie haben das Wort und können uns nun Ihre Ergebnisse vorstellen. Sie sind noch stumm geschaltet. Guten Nachmittag. Herzlichen Dank zum einen an die Veranstalter für die Gelegenheit, unsere Studie heute vorzutragen. Und zum anderen ganz herzlichen Dank an Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass Sie sich heute Zeit nehmen und mit uns diskutieren. Ich möchte gerne mit Ihnen jetzt meinen Bildschirm teilen und die Studie kurz präsentieren. Ich hoffe, Sie können das sehen. So ist das, ja, sieht gut aus. Perfekt. Wir haben die Studie im Auftrag von Brot für die Welt im vergangenen Jahr entwickelt. Wir haben die zu dritt geschrieben, Yannick Sägert, Dr. Hugo Winters und ich. Und unser Auftrag war, laufende Initiativen zur investitionsinduzierten Entwicklung zu analysieren.
Es gibt eine ganze Masse von Initiativen, die im Moment laufen, zum einen auf deutscher Seite, zum anderen auf europäischer Seite, die sich sehr stark mit Investitionsförderung und Investitionsförderung in Afrika beschäftigen. Diese investitionsinduzierte Entwicklung hat sich nach unserer Auffassung fast zu einem entwicklungspolitischen Paradigma in den vergangenen 10 Jahren entwickelt. Die Bundesregierung hat in den letzten 5 Jahren dazu 2 wesentliche Beiträge geleistet. Zum einen den Marshallplan für Afrika und die Reformpartnerschaften unter Federführung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und den Compact with Africa unter Federführung des Bundesministeriums der Finanzen als Beitrag zur deutschen G20-Präsidentschaft 2017. Unser Auftrag war es, diese Initiativen auf Basis der Erfahrung der Partner von Brot für die Welt zu untersuchen, kritisch zu analysieren und vor allen Dingen ein Augenmerk zu legen auf private ausländische Direktinvestitionen in Afrika. Unser Analyserahmen hat sich dazu zunächst erstmal darauf konzentriert, mal nachzugucken, wie war der Beitrag von Investitionen in der entwicklungspolitischen Theorie in den letzten 30, 40, 50 Jahren. Wir haben also Episoden der Entwicklungstheorie uns angeschaut und zusammengefasst. Es ist ja beileibe nicht das erste Mal, dass sich die Entwicklungspolitik sehr stark auf investitionsgestützte Entwicklung konzentriert. Diesen theoriegeschichtlichen Analyserahmen haben wir erweitert um Wirkungen für Gendergerechtigkeit, Umwelt, Menschenrechte, Teilnahme der Zivilgesellschaft und auch Decent Work oder Qualität der Arbeitsverhältnisse. Vor dem Hintergrund haben wir uns 10 Fallstudien von Partnern von Brot für die Welt angeschaut, mit den Partnern gesprochen und diskutiert und die Ergebnisse und Empfehlungen zusammengefasst. Einen kurzen Überblick über die Fallstudien haben Sie hier. Es geht vor allen Dingen um die Sektoren Bergbau und Landwirtschaft, wo die sozialen Herausforderungen, das heißt prekäre Arbeitsverhältnisse, Umweltdegradation, Sicherheit der Arbeit, wo diese ganzen Fragestellungen am stärksten sichtbar sind. Und das schließt Gold- und Diamantenbergbau in Burkina und Lesotho ein, aber auch den Platinbergbau in Südafrika und Diamanten in Angola. Dr. Witt, wenn ich Sie ganz kurz unterbrechen darf, ja. Wir haben einige Teilnehmer, die darum bitten, dass Sie die Bildschirmpräsentation starten, der PowerPoint, damit man es noch besser sehen kann. Ja, das kann ich auf jeden Fall mal versuchen. Ne? F5 geht auch. Dankeschön. Da ist es. So, das sind die Fallstudien. Ich möchte da nicht im Einzelnen drauf eingehen. Was sich insgesamt rauskristallisiert hat, ist, dass es eine sehr unterschiedliche Perspektive zwischen den intendierten Privatwirtschaftsinvestitionsförderansätzen auf der politischen Ebene in Deutschland und Europa gibt und der Perspektive, wie Investitionen in diesen Fällen gewirkt haben aus den Partnerländern. Und diese Dichotomie haben wir versucht aufzuarbeiten, zusammenzufassen und zu Ergebnissen zu kondensieren. Zum ersten Mal ist wichtig, Investitionen werden im Grunde von sehr, sehr vielen Beteiligten, eigentlich von allen Beteiligten, als wichtig für wirtschaftliche und soziale Entwicklung angesehen. Und das ist auch ganz deutlich wichtig ist, dass im Bereich der Investitionstätigkeit auch eine internationale Zusammenarbeit erfolgt. Also ausländische Direktinvestitionen sind per se gut, wenn sie zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung beitragen. Interessant ist, dass sich die entwicklungspolitische Diskussion immer auf die
auf den Herkunft der Investitionen aus Europa und Amerika konzentriert, also aus den Geberländern, wo doch der Großteil der Investitionen in Afrika aus afrikanischen Ländern erfolgen. Südafrika ist ein ganz großer Investor in anderen afrikanischen Ländern und auch in Nordafrika. Ägypten ist ein ganz sehr hohe Investitionstätigkeit in der Region. Diese innerafrikanischen Investitionen spielen relativ selten eine Rolle in der Diskussion. Das zweite wesentliche Ergebnis ist, öffentliche Regulierung von Investitionen ist ein Entwicklungsfaktor für eine positive soziale Entwicklung. Mit einer guten Regulierung, einer smarten Regulierung, aber auch einer schlagkräftigen Regulierung kann eine gesellschaftliche Wertschöpfung gesichert werden. Im Gegensatz zu Entwicklungen, die als ausbeuterisch oder negativ für den sozialen Teil und vor allen Dingen für die heimische soziale Entwicklung gewertet werden können. Entwicklungswirkungen internationaler Direktinvestitionen treten dann auf, wenn sich die Investitionen in die lokale Wirtschaftsstruktur einbetten. Und wir haben auf dem afrikanischen Kontinent in erster Linie eine klein- bis mittelbetriebliche Wirtschaftsstruktur. Großinvestitionen oder Megainvestitionen passen in diese Wirtschaftsstrukturen relativ selten rein. Das hat zum einen etwas zu tun mit der Absorptionskraft der heimischen Wirtschaft, zum anderen aber auch mit der Steuerung. Und dass Großinvestitionen schwierig zu steuern sind, das haben wir in Berlin in den letzten 15 Jahren gesehen. Das ist also kein Einzelfall und das muss man eigentlich auch nicht betonen. Ein anderes wesentliches Ergebnis ist, dass wir die BMZ-Ansätze zur Förderung von Investitionen und Privatwirtschaft als durchaus positiv einschätzen. Es ist ein breites Instrumentarium. Es geht nicht nur darum, in Ausschnitten zu denken und punktuell Sektoren oder einzelne Themen zu stärken, sondern das ist schon sehr gut integriert. Wir halten die Förderung von großbetrieblicher Landwirtschaft für ein Feld, das mit den entwicklungspolitischen Akteuren diskutiert werden sollte. Das kann finanzielle Förderung sein, das kann auch technische Förderung sein. Ob das jetzt so eine gute Investitionstätigkeit fördert, das soll Gegenstand von weiteren Diskussionen sein. Wir halten es auch für einen bedenkenswerten Vorschlag, im Politikdialog mit afrikanischen Partnern stärker auch negative soziale und ökologische Folgen von Investitionen zu thematisieren. Unsere Empfehlungen an afrikanische Organisationen der Zivilgesellschaft ist, nutzt eure Marktmacht. In einigen der Fallbeispiele, für deren besseres Verständnis wir Ihnen nahelegen, die Studie insgesamt zu lesen, ist das gut gelungen. Zum Beispiel haben sich in Mosambik die NGOs, die sich mit Landgrabbing beschäftigen, sehr erfolgreich durch die Vernetzung mit der europäischen Zivilgesellschaft dazu aktiviert, um Investitionen, die negative soziale Folgen erbracht haben, zu begrenzen bzw. zu stoppen. Also diese Vernetzung und die gemeinsamen Kampagnen grenzüberschreitend für die Organisationen der Zivilgesellschaft halten wir das für eine gute Idee. An die Bundesregierung haben wir als Empfehlung entwickelt, Partnerländer auch in Zukunft stärker bei der Regulierung zu stärken. In der heimischen Diskussion würden wir vorschlagen, die Kriterien für die Unterstützung von Investitionen zu überprüfen und zum Beispiel Megaprojekte wie den Ingwer-Staudamm oder Medupi in Südafrika deren Förderung nicht zu unterstützen. Und als dritte Empfehlung, den Compact with Africa zu erweitern um eine ökologische und soziale Dimension. Im Grunde liegt aber die Verantwortung für gute
Investitionswirkung auf sehr, sehr stark auf der Seite der Regierungen in Afrika und der Privatinvestoren. Und diese Veranstaltung richtet sich ja vor allen Dingen an unser heimisches Publikum, deshalb spreche ich ja auch Deutsch unter anderem. Hier geht es vor allen Dingen um die Investoren und da ist unsere Empfehlung, die soziale Verantwortung stärker wahrzunehmen. Und eine Diskussion, die sich durch fast alle Fallstudien gezogen hat, war die Diskussion um Kompensation. Es schien uns, dass im Grunde genommen soziale, wirtschaftliche und gesundheitliche, ökologische und soziale Schäden von Anfang an sehr stark in Kauf genommen werden und dann hinterher um eine Kompensation verhandelt wird. Das ist ja eigentlich nicht der beste Weg, um eine gute Investitionswirkung zu schaffen, sondern Privatinvestitionen sollten von Anfang an versuchen, Schäden sehr stark zu vermeiden und nicht es zur Kompensation kommen zu lassen. Das ist jetzt erstmal meine kurze Einführung in das, was wir uns erarbeitet haben und ich würde mich über eine Diskussion sehr freuen. Also herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank für die Vorstellung der Studie und der Ergebnisse und auch der vielen Empfehlungen, die Sie da erarbeitet haben. Hallo Uta. Du, ich würden jetzt in unserer Veranstaltung zu Privatinvestitionen. Du müsstest dich leiser stellen. Entschuldigung. Wir möchten jetzt die Studie ja diskutieren. Dafür haben wir unser Panel, die jetzt auch das Video wieder anmachen können. Ich würde unsere Expertinnen und Experten kurz vorstellen. Wir haben zum einen Jane Nalunga aus Uganda. Sie ist Landesdirektorin des Southern and Eastern Africa Information and Negotiations Institute. Als Expertin für Handels-, Steuer- und Investitionsfragen sowie Politik hat sie mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Politikforschung und Analyse. Sie hat eine Reihe von Studien und Artikeln verfasst und sitzt auch in zahlreichen nationalen Gremien in Uganda, um die Regierung in Handels- und Investitionsfragen zu beraten. Herzlich willkommen aus Kampala, heute zugeschaltet. Dann möchte ich begrüßen Herrn Michael Krake. Er leitet seit diesem Jahr, wie schon von Helle Dössing gesagt, die Abteilung Globale Gesundheit, Wirtschaft, Handel und ländliche Entwicklung im BMZ, hat auch bereits mehr als 15 Jahre Erfahrung in verschiedenen Aufgaben für die Bundesregierung, war unter anderem mehrere Jahre in Ostafrika, darunter in Kenia und Uganda und hatte zuletzt als Unterabteilungsleiter für Wirtschaft, Handel, Beschäftigung und Digitalisierung den Hut im BMZ auf. Auch an Sie herzlich willkommen aus dem Homeoffice. Und last but not least, zugeschaltet aus Sierra Leone ist Mohamed Conte. Er ist Gründer und Direktor der NGOs MADAM sowie SILNORF, Land and Food Rights Campaign Network. Er setzt sich seit Jahren gegen Landraub in seinem Heimatland ein und hat hierzu auch zahlreiche Artikel geschrieben. Er ist insbesondere mit einem der Fallbeispiele der Studie vertraut. And that's why, Mr. Conte, I would like to start with you. We just heard the results of the study. And with your NGO, you have been standing up for the rights of those affected by one of the case studies, namely the Addax Sunbird case in Sierra Leone. The case is considered controversial because the company did indeed create new jobs, a few thousand. In your opinion, why is Addax still an example of what is called bad investment in the study that has led to conflicts with regard to the environment, human rights, and economic participation? And what challenges did you face, particularly from a social, a civil society perspective? Thank you very much for having me in this discussion. And I am very happy to be part of this.
Well, first of all, the ADAC situation is still considered as a bad example of investment because of all the issues you've raised, issues around the environment, issues around even the way it was conceived and the way it was consulted within the communities and all the consultation processes. But then, let me, from the beginning, just make it very, very clear that the ADAX project was conceived and brought to the communities on the premise and on the promises that the project will create jobs. It will change the social perspective of people into higher levels of development. It will bring about economic development, schools, and other social infrastructure developments we are also promised. So when we talk about jobs, the ADAX project has brought about this number of jobs. We are just looking at one aspect of what the ADAX project actually promised to bring. We have not talked about how many schools did the ADAX project constructed, how many hospitals did the ADAX project really constructed. And these were the promises that lured the people into, some of the people into accepting the ADAX project. But let me for a minute talk about the jobs themselves. Jobs alone cannot make a project a good project, an investment a good investment. But let's accept that the ADAX project brought about jobs. But have we for a minute thought about what kind of jobs and who benefited from those jobs? These are the issues. These are the things we should be talking about. For in most part, all the jobs that we are created for the community people, we are casual jobs. They we are employed as casual on casual basis. In most cases, 3 to 4 months employment contracts for the local people there. So the question is, who takes the greater part of the more lucrative aspect of the jobs? These are expatriates that are coming from Europe or other part of the country. Have we for a minute thought about for all the monies that are paid as wages, how many of those monies really remain within the communities and how much of those monies we are actually shipped back to either Europe or they went back to some part of Africa or other parts of the world? The bulk of those monies that we are paid as wages, they went back. They did not stay within the communities. And the simple reason is this: the community people are not empowered enough to be able to take advantage of the employment situation being created by the investment. And there has to be a conversation about this. We have to look at this from this point of view. But it's also for my own perspective and for all the jobs that we have created in the ADAX communities, I will say it was a situation of moving some of the people from being unemployed to underemployment. These are two things: unemployment and underemployment. For some of those people, they actually got employment. So they moved from the situation of being unemployed to a situation of now being underemployed, because whatever earnings they get are actually not enough to take care of themselves. They are paid a wage, definitely, and a casual wage for that matter. But
that was not enough to take care of them. So at what point do we say investment is meaningful for the communities? In as far as the ADAX project was concerned, you cannot measure the success of the ADAX project by the employment opportunities it created. No, they fell far short of other areas the investment promised to provide. For example, infrastructural development in terms of the construction of schools, in terms of hospitals. Those things were not created by the project. And for a moment, let's imagine that some aspect of some funds of the ADAX project would have been pumped into development of schools or developing technical and vocational institutions so that indigenes of those communities would have been empowered enough through trainings to be able to take advantage of the employment opportunities created by the ADAX project. It would have been far better than how it was. You brought something to the people, but the people themselves cannot participate meaningfully into it, and they were not able to benefit meaningfully from that. Instead, the jobs that we have brought, other people from other areas, maybe within the country or mostly outside of the country, benefited from it. But let us also look at even the negotiation processes that ADAX undertook before the initiation of the project. It was flawed. It was definitely flawed. It completely lacked the free, prior, and informed consent, because they brought about unfulfilled promises, and up to this, those promises have not been fulfilled. It did not empower the people at all, because the project itself was seen as an example of a project that has that was imposed upon the people by politicians or other agents acting on behalf of the ADAX project. So by simply thinking about the jobs that a project or an investment has brought, is not enough to measure the project as being an example of a good project. Look at the mess that the project has created, the environmental mess that the project has created. And now ADAX has gone. Now Sunbad came. And after Sunbad, there is now another company that has taken over. A lot of redundancies has taken place. Most of the land has been degraded. A lot of environmental pollution, and there is no exit strategy. Who takes care of the mess when these companies are exiting? There is no clear path to that. And who will at the end bear the consequences? It will be the community people. How can we rate that project as an example of a successful project just because maybe it created few jobs, and those jobs are underemployment jobs for the community people? There are so many other angles to which we will measure a project as being an example of a successful one, but certainly not the ADAX project. Thank you very much for this insight into the case. So you're saying that it was not enough just to look at the jobs, but to have a broader picture and look at different measurements for a good investment. I would like to turn to Jane to look at the broader picture away from the case study. The information for everyone else. Jane has some problems with the video, but she's definitely always there listening and also now joining us again visually. So Jane, your think tank advises the Ugandan government and other stakeholders on trade and investment issues. So
How do you judge the role of foreign direct investment for sustainable development on the African continent? And from your experience, what are maybe the two major challenges on a political level when it comes to FDI in Africa? And how can they be overcome in order for FDI to contribute to sustainable development? Oh, Jane, we cannot hear you right now. We could hear you before. No, we cannot hear you. Can you try again? Auch eine kurze Info, im Publikum gab es einige Fragen, ob Sie die Studie haben können. Die können wir natürlich sehr gerne im Anschluss an das Webinar nochmal zur Verfügung stellen. Jane, can you talk? Let's try 1 minute. Okay, während wir auf Jane warten, Herr Krake, vielleicht kommen wir direkt schon mal auf Sie zu sprechen. Sie haben ja die Ergebnisse der Studie auch gerade gehört. Oder versuchen wir noch einmal, Jane? Can you talk now? We cannot hear you. No. I will talk to Mr. Krake in the meantime while you try to sort out the issue. Okay. Also, Herr Krake, seit der Compact with Africa Initiative hat die Bundesregierung ja eine Vielzahl von Initiativen und Programmen ins Leben gerufen, welche die Förderung von Privatinvestitionen in Afrika zum Ziel haben. Die Studie hat ja auch Herr Dr. Witt eben gesagt, dass sie prinzipiell das als positiv betrachten, aber es gibt eben bestimmte Herausforderungen und Kritik. Wie stehen Sie zu dieser Kritik? Wie sehen Sie die genannten Herausforderungen? Und inwiefern sind aus Ihrer Sicht die deutschen Programme gut aufgestellt, um gute ausländische Privatinvestitionen zu gewährleisten und auch einen armutsreduzierenden Mehrwert zu leisten? Ja, danke. Mohammed hat ja im Prinzip schon gerade mal den Finger in die Wunde gelegt und uns daran erinnert, dass wir nicht zu kurz springen dürfen, wenn wir über ausländische Direktinvestitionen, private Direktinvestitionen zur Förderung von Entwicklung reden und das eben auch manches schieflaufen kann dabei. Von daher war, glaube ich, als diese Studie rauskam und wir wussten ja, dass die das machen, das war schon ein ganz guter Reminder bei einer Agenda, die ich im Grunde für sehr richtig halte, dass wir als staatliche Entwicklungszusammenarbeit ein Stück weit bescheidener werden, was wir mit öffentlichen Mitteln alleine reißen können für Entwicklung und uns stärker darauf fokussieren, wie wir mit den richtigen Partnern auch in der Privatwirtschaft und den Akteuren vor Ort zur Entwicklung vorankommen können. In dieser Debatte, wo ja so durchaus auch eine sehr positive Stimmung war, chancenorientiert, hat die Studie geholfen, uns daran zu erinnern, nicht alles läuft immer richtig. Und es ist kein Automatismus, dass Privatinvestitionen eben Entwicklung bringen. Und ich glaube auch, dass es für uns jetzt besonders interessant war, also der Inhalt der Studie und die Empfehlungen sind ja gar nicht alle so neu. Es sind Debatten, die wir schon länger geführt haben, hier im Verteilerkreis dieser Veranstaltung sind ja Koryphäen, die haben das schon vor 20 oder 30 Jahren auch diskutiert, Vor- und Nachteile von ausländischen Direktinvestitionen. Aber was hier jetzt nochmal neu war und ich glaube auch wirklich wichtig war, ist, dass eine zivilgesellschaftliche Stimme und mit afrikanischen Partnern zusammen sich hier fit macht. Und das fehlt uns öfters in der entwicklungspolitischen Debatte, gerade wenn es um ökonomische Fragen geht. Das haben wir vor 1-2 Jahrzehnten schon mal ziemlich stark gehabt beim Thema Verschuldung, wo man eben wusste, dass die organisierte internationale Zivilgesellschaft, sag mal, jedem Banker Paroli bieten konnte in der Debatte dazu. Und das brauchen wir im Prinzip hier jetzt auch, wenn es um Privatinvestitionen geht, dass man Akteure hat, die, ich sag mal, die sprechfähig sind. Und das ist jetzt erstmal ein großer Wert, dass sich da Brot für die Welt mit Partnern auf den Weg gemacht hat und diese Stimmen organisiert hat. Jetzt haben sie
sich sehr stark fokussiert auf besonders kritische Sektoren. Wir, in den Case Studies haben wir viel Bergbau, große Infrastrukturprojekte, Landgrabbing, sagen wir, Themen, wo wir auch schon vorher das Gefühl hatten, da liegt eigentlich fast immer was im Argen, wenn es losgeht. Und ich glaube, dass wir als BMZ und auch als Bundesregierung durchaus, als wir die Compact with Africa und Marshallplan mit Afrika Agenda in Angriff genommen haben, dass wir gesagt haben, wir versuchen das hier anders zu machen und setzen nicht alleine auf große Infrastrukturprojekte, die mal mehr oder weniger entwicklungsorientiert gestaltet werden können, sondern wir haben ja Instrumente geschaffen, die sehr stark auf, ich sag mal, African Mittelstand, wie wir sagen, fokussieren. Wenn Sie an den Entwicklungsinvestitionsfonds denken, wo wir im Prinzip eine Milliarde mobilisieren, haben wir zum einen für deutschen Mittelstand, der nach Afrika gehen will und dem sonst, sagen wir, das Ganze immer zu große Losgrößen waren, irgendwie in eine Finanzierung einzusteigen, eine Lücke geschlossen und haben, glaube ich, ein Instrument jetzt, wo es eben auch für Mittelständler, die erstmals nach Afrika gehen wollen und nicht direkt das ganz große Rad an Investitionen drehen wollen, eine Möglichkeit geschaffen. Wir haben Africa Grow geschaffen, einen Fonds, der spezifisch in afrikanische KMUs, das ist es ja im Wesentlichen, investiert. Und wir würden im Prinzip solche Infrastrukturprojekte, wie sie hier aufgelistet sind, daraus gar nicht finanzieren. Wir haben eine Sonderinitiative Ausbildung und Beschäftigung, die nicht einfach nur von Jobs spricht, sondern wir sagen immer nachhaltige Jobs und wir wissen auch, was wir damit meinen. Das, was wir da fördern zusammen mit Unternehmen, sind wirklich Jobs, die A, nicht nur mal einen Jahrbestand haben sollen und dann wieder weg sind, ich sage mal Tagelöhnerjobs, sondern die sich wirklich auch an den ILO-Kernarbeitsnormen messen lassen. Wir trauen uns auch, formale Jobs zu schaffen mit der Wirtschaft. Also nicht so wichtig der informelle Sektor ist und gerade auch als tragende Säule in Afrika, sagen wir, vieles ist auch da flüchtig und man muss immer fragen, was ist die Rolle eigentlich vom Staat dabei oder zumindest von deutscher Entwicklungszusammenarbeit. Wir schaffen formale Jobs, die auch wirklich Umwelt-, Sozialkriterien genügen und eben auch ein besonderes Augenmerk auf Menschenrechtsaspekte setzen. Das haben wir im Prinzip da verankert und da gehen die Unternehmen ja uns auch mit uns den Weg. Da muss man, glaube ich, auch mal ein Stück weit eine Lanze für deutsche und europäische Unternehmen brechen. Also wir haben jetzt hier Case Studies mit teilweise sehr krassen Fällen, aber wir haben viele deutsche und europäische Unternehmen, die wollen natürlich gutes Business in Afrika machen, aber die verhalten sich da verantwortungsvoll. Und das bringt die Studie eigentlich auch sehr gut auf den Punkt, dass man immer fragen muss, wer hat eigentlich wofür Verantwortung oder haben wir eine organisierte Verantwortungslosigkeit bei Investitionen? Die Verantwortung liegt sicherlich zum starken Teil in den Partnerregierungen, in den Ländern selbst, Spielregeln zu schaffen. Das kommt ja auch in den Empfehlungen raus. Regulierung ist aber auch kein neues Thema, dass wir die Rahmenbedingungen für nachhaltige Investitionen mit unseren Partnern in Afrika verbessern müssen, ist ein jahrzehntelanges Thema. Da machen wir bei manchen Ländern mehr Fortschritte als bei anderen. Ich würde mal sagen, die Compact with Africa-Länder, viele von denen sind mittlerweile auch also so unterwegs, dass sie sagen, wir nehmen nicht jede Investition, sondern wir schauen auch auf die Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte. Kann man noch mehr machen? Wahrscheinlich ist es auch ein Punkt, den wir im Politikdialog noch aktiver einfordern könnten. Und ein Stück weit da auch als Deutschland natürlich nur ein Partner im Geleit von Weltbank, IWF und anderen, die oft noch einen zu stark makroökonomischen Blick auf die Dinge haben und das manchmal auch ausblenden, welche Risiken noch bestehen, ein bisschen zu optimistisch rangehen. Und ich glaube, dass wir Instrumente haben, die darauf einzahlen und die eben Nachhaltigkeit ganz klar berücksichtigen. Wir wissen auch, dass es damit alleine nicht getan ist mit so Förderinstrumenten, sondern dass wir auch eine Regulierungsdebatte haben. Aktuelle Beispiel ist das die Frage von unternehmerischen Sorgfaltspflichten, wo die Bundesregierung ja auch zur Schlussfolgerung gekommen ist, dass es da eine Regulierung bedarf. Ne, da sind wir, glaube ich, dann auch über die klassischen Instrumente und Ansätze hinaus unterwegs, als Bundesregierung was zu bewirken. Und um vielleicht einen Punkt zu machen jetzt, wir wollen ja in die Diskussion kommen. Wenn ich mir jetzt die Studie anschaue und überlege, wer sollte das denn unbedingt lesen, würde ich sagen, ja, wir im BMZ, aber ich würde sagen, an vielen Stellen fühlen wir uns in der Summe rückversichert und glauben, dass wir unsere Instrumente so aufgestellt haben, dass es passt und dass wir selten mit deutschen staatlichen Entwicklungsmitteln, ich sag mal, in die Fallen reintappen, die da in den Case Studies drin sind. Aber es ist dennoch eine sinnvolle Sensibilisierung. Ich glaube, innerhalb der Bundesregierung ist das für uns natürlich auch interessant für alles, was wir im Hermes-Kontext machen, Exportgarantien, Investitionsschutzabkommen. Da haben wir die Diskussion ja auch tagtäglich bei größeren Infrastrukturprojekten. Von daher, glaube ich, ist das jetzt auch ein Impuls, den wir in die Debatten mit reinholen können und wo so eine Studie was bringen kann.
ich glaube, dass wir das durchaus auch mit den Regionalbanken diskutieren könnten oder mit anderen Banken, um dafür Sensibilität zu sorgen. Oder das sollten Sie im Prinzip auch machen als die Autoren und Auftraggeber der Studie. Das BMZ gehört wahrscheinlich tendenziell, kann gerne gleich noch Kritik kommen, zu den eher Bekehrten an der Stelle. Wir fühlen uns in der Summe eher rückversichert durch die Studie und sagen, die Instrumente, die wir frisch aufgesetzt haben, da haben wir zentrale Erfahrungen daraus, aus dessen, was da niedergeschrieben ist, mitgenommen. Weiß nicht, dass wir nicht auch noch besser werden können, aber wir sind jetzt erstmal froh, dass wir neue Instrumente haben, die auch angenommen werden von Wirtschaft. Kommen wir vielleicht später noch drauf, haben wir aktuell eine Phase, wo es eben auch nicht so einfach ist, motiviert zur nächsten Investition nach Afrika nach vorn zu schauen. Ja, danke schön. Das ruft ja schon fast nach der nächsten Studie, um die neuesten Programme zu evaluieren. Wir versuchen noch einmal mit Jane Nalunga Kontakt aufzunehmen. Miss Nalunga, is it working now? Hallo? Yes, we can hear you now. Hallo? Yes. Can you hear me? Yes, we can hear you again. I'm so sorry about that. It's the technology. Yes. Okay. No problem. Don't worry. So I don't know if you still remember my question. Yeah, I still remember. Yeah. And yes. Thanks for those questions. The question were about the role of FDI in yes. sustainable development on the African continent, and also the challenges on the political level and how to overcome those challenges, and whether there are also mechanisms in place to address those challenges so that FDI contributes to sustainable development. First of all, I would like to thank Dr. Witt for a very comprehensive study, and also thank the previous speakers. Ideally and theoretically, FDI can play a very key role in promoting sustainable development, especially on the African continent, by providing financial resources, providing employment, technology, and skills transfer. So there are so many promises of FDI, and many African countries and governments have concluded a number of agreements. But they have also put in place regulatory frameworks to be able to attract FDI, hoping for those positive outcomes. However, when we are looking at the role of FDI in sustainable development on the continent, we need to be aware of the kind of FDI the continent is attracting at the moment. And from what the previous speakers have said, what's clear is that the African continent is attracting FDI in resource seeking. They are resource seeking FDI in the minerals, in the oil, in plantations. And also most recently, we have also seen an increase in labor seeking FDI, especially when it comes to the Chinese, you know, cheap labor. So broadly, they also have also seen FDI in the financial sector, in the banking, insurance, telecommunication. So FDI, when you look at FDI in Africa, it's mainly predatory. Most of the value is taken out of the continent and very little benefits are retained on the continent. In fact, I agree with the comments which were made by Mohammed. So in Africa, investments have become synonymous with human rights violations, environmental degradation, and the outflow of resources. So the challenges on the political level are many, but you have said, let me look at just two. One, it's the mindset of our political leaders, you know, and the mindset is the belief that FDI can answer all our questions, that all our problems, that what we need to do on the continent is to be able to give them a red carpet, let them go where they want, do what they want, take out what
they want, and then on top of that, provide them with incentives. And this mindset has been building over time. It has been building on the neoliberal ideology of privatization, liberalization, and deregulation. Another challenge is the lack of clarity on how FDI can be harnessed to support sustainable development. Ideally, FDI should be filling in gaps, you know, but we are using FDI as an end in itself, not as a tool to promote sustainable development or as part of our national development plans. And that's why you find that we have imbalanced regulatory frameworks which promote the rights of the investors at the expense of the rights of the host governments, the people, the communities, and the environment. So how can we overcome these challenges? One, address the mindset, and so that we have it in our minds as people of this continent that FDI has to have to be harnessed, and that we need balanced frameworks that balance the rights and obligations of the investors and the host governments, so that we put rights and obligations on all the parties. Lastly, when it comes to the issue of mechanisms in place to ensure whether FDI can make a meaningful contribution to sustainable development. Yes, there are mechanisms in place. All countries have investment codes. We also have the Africa Mining Vision, which is in place to ensure that we get benefits from our minerals. We have the Africa Guiding Principles on land-based investments. We have also other legal frameworks, but the challenge with these legal frameworks, they are either not properly implemented, like the AMV. It's very good. A number of countries have implemented them, but not all of them. Other frameworks have gaps, very glaring gaps. For example, the investment codes. They are glaring gaps because, for example, most of the investment codes on the continent don't provide for human rights impact assessments. And then lastly, when it comes to mechanisms, most of the mechanisms are best endeavor, like the guiding principles. They are just principles. They haven't been mainstreamed into the legal frameworks. But when we are looking at mechanisms, lastly, we need to look at also the international frameworks in place. We need a binding treaty on business and human rights. And we also need a supportive environment and policy framework on investments at the WTO. Maybe I can stop there. Thank you very much. Thank you very much. So you're seeing also a lot of responsibility on the African continent and also on making mechanisms more obligatory. So Mr. Conte, I would like to continue with you on that also. Having heard what Mr. Krake and also Ms. Nalunga have said, in your opinion, how could the conflict around ADAX have been prevented? What would you like political actors to do, especially also with you, what the others have said? Would that be enough, or what conditions have to be created in order for foreign direct investment to contribute to sustainable development? Okay, thank you very much. And thanks also to Jane and Mr. Krake. First of all, before I just talk about how would the conflict been prevented. Let me talk a bit about the conditions which brings about these conflicts. The conditions we are
the promises, which later on we are broken, and the loss of livelihoods. If these issues we are taking into consideration very seriously and very tangible mechanisms we are put in place to avert loss of livelihoods, I think and I know conflicts within the ADAX communities would have been prevented to a very large extent. But as we speak, the conflicts are still there. The company does not feel that it is working within a very safe environment for it to operate. The issue around broken promises, these are also conflict sensitive issues, and they've created some kind of resentment amongst the population, especially those communities that have been left landless. Okay, now we no longer have a part of our lands, and what was promised to us, schools, hospitals, are no longer there. I quite agree with Mr. Kranke that there has to be some level of responsibility, who does what. But then, if this is the case, this has to be made very clear right from the beginning. You cannot come to very poor communities and you promise them schools, you promise them hospitals, then at the end of the day, you turn around and say, no, that's the responsibility of your government to fix that up. It doesn't work like that. You create the conditions for conflict, you know. But then, even at that point, I am of the opinion that investment has to be empowering. It has to create the necessary conditions that empower the communities. And therefore, investment also has to ensure that it builds resilient frameworks for the empowerment of the communities to take advantage and benefit from the investment that is taking place in their communities. And for me, investment money, part of it should still be spent on social infrastructure development, such as schools, because if the people are empowered enough, the community people are well empowered through education, through skills development, they will be able to take adequate advantage of the development of the investment that is taking place within their own communities. But what we see is investment that is disadvantaging people, taking advantage of them because they are less empowered. Because they are less empowered, they can settle for anything. It means you tell them this, they will take advantage of it. But once they are more empowered, they will be able to participate in the development itself and benefit from it. For what I think, the conditions that should foreign direct investment contribute to sustain, how it can contribute to sustainable development, like I said, it has to create an environment of conducive environment of empowerment. For me, for conflicts to be prevented in the project communities of the ADAX communities, I will think that the communities will have to be supported to ensure that they embark on the cultivation and growing of food so that their lost livelihoods could be regained. But then there has to be a review of the decisions regarding the employees who have been sacked without appropriate benefits, and to also ensure that
employees' rights and entitlements are not always compromised, as it has been in the case of ADAT. But then let me turn to this other area of how I think development money should actually be spent. And I think that it has to be spent on the area of empowering communities, building social infrastructure, contributing to that, so that whatever investment that comes, it will already find out that the communities are well in place to take advantage of that. For me, alternative forms of investment will be appreciated, like support to smallholder farming, so that they will reduce their reliance on, like what Jane said, on multinational corporations. Because for the moment, all the thinking we have is that these multinational companies and the FDIs, they have all the solutions to all the problems. And once they are here, they will be able to provide the solutions to all the development issues in our continent. But this is not the case. So, but I think also that in the event that the FDIs are implemented under the conditions that I have mentioned, attention has to be paid to take into consideration the implementation of the VGGT. And of course, in Sierra Leone, there is now the National Land Policy. That implementation, the policy environment has to be strengthened to ensure that it is able to really hold the investment entities accountable. I think, Thank you, Mr. Conte, for that. You have talked about the social responsibility of companies and now about the policy framework. Ms. Nalunga, I would like to get back to you on the many current developments reshaping economic and business framework on the African continent. We have the African Continental Free Trade Area that has come into force and is supposed to accelerate sustainable economic growth. But at the same time, we are also still living through a pandemic that has turned out to be an economic crisis on the African continent as well. So how do these developments affect FDI in Africa as well as the social responsibility of foreign investors? Okay, thank you, Sabina, for those questions. Indeed, it's true. The two issues you have raised, the CFTA and the COVID pandemic, have been defining issues on the African continent. When we look at the impact of the CFTA on FDI, it will depend really on the way the CFTA has been designed broadly, and also on how the investment chapter is going to be crafted. One, when you look at the CFTA broadly, its design is almost in the footsteps of the contemporary free trade agreements, which are talking about tariff liberalization. You know, in fact, when you look at what the CFTA is about liberalizing, you know, trade on that continent, with a belief that if we remove tariffs, we'll trade more among ourselves. As African civil society, we have raised this issue regarding tariff liberalization without giving due attention on addressing issues of production and also productivity and industrialization. So therefore, if we look at the CFTA as as concentrating on the liberalization, then it will make it difficult for FDI to be harnessed to production, to industrialization, you know, and that's the issue we have been raising all along, that the CFTA should look first
at increasing production, productivity, industrialization, so that we can then be able to liberalize and trade. So for me, my worry is that FDI is again to be business as usual, going into the mining, into oil, into plantations, and into the financial sector. So that's a concern. But like I have said, it would depend on, again, how we are going to craft our investment chapter. Because today, we are supposed to go into negotiating the investment chapter in phase two of the CFTA negotiations, which are starting in June this year. But there is also a hope, an opportunity that with the CFTA, we can be able to market Africa as a single investment destination. That means we can be able to attract more FDI. But looking at what's happening at regional level, we have failed to do that. For example, in the East African region, we have failed to market the region as a single investment destination, and we are competing against each other for investment, which isn't really good. But for that, let us wait and see what will happen in the investment chapter. You have also raised the issue of COVID. COVID, it's true, it's also a defining moment on the continent. It has negatively affected our economies, and they were weak in the very beginning, and it has resulted into an economic crisis. But the COVID pandemic has exposed the weaknesses of the policies that we have been pursuing. For example, the supremacy of capital against labor, and the way a government had left development, you know, leaving it to the private sector under the private sector-led slogan, you know. So again, it's a moment for us in Africa to rethink, you know, the way we are handling FDI. Where should FDI go, you know, if we want to recover from this economic crisis? It, you know, and that's why, like I've been saying, we need to use FDI as a tool to develop our economy, you know, not just, you know, as an end in itself. FDI has to be directed, you know. There are those areas where FDI shouldn't go, you know. Areas, for example, subsistence agriculture. You know, we have FDI going into subsistence agriculture. You know, so if we are looking at recovering from the COVID pandemic, from the economic crisis, then we need to rethink where to put FDI, where to direct it. And we need also to be able to put in place very strong regulatory frameworks, which can be able to balance the rights and obligation of all the parties involved in FDI. Thank you, Sabina. Thank you very much. Bevor wir gleich in die Diskussion noch einsteigen, wir haben bereits ganz viele Fragen erhalten aus dem Publikum. Sie können auch weiter über die F&A-Funktion Fragen stellen oder auch bereits Ihre Hand heben, falls Sie dazugeschaltet werden wollen. Nur einmal ganz kurz noch davor an Herrn Krake, auch Sie die Frage nach den aktuellen Entwicklungen, insbesondere die Covid-19-Pandemie. Inwiefern ändern sich hierdurch die Bedingungen, unter denen private Investitionen für nachhaltige Entwicklung sorgen? Und inwiefern sehen Sie vielleicht auch Handlungsbedarf zur Anpassung der aktuellen Programme Ihres Ministeriums? Wir haben ja mit Beginn der Pandemie recht deutlich reagiert als BMZ, indem wir schon im vergangenen Jahr 1 Milliarde aus unserem Etat umprogrammiert haben, weil wir gesehen haben, gewisse Dinge gehen in dieser Zeit nicht, andere sind vorrangig. Und wir haben 3 Milliarden zusätzlich mobilisiert für die Jahre 2020, 2021 an Entwicklungsgeldern, um eben Folgen der Pandemie abzufedern, insbesondere auch in Afrika, aber auch in anderen Regionen der Welt.
Man kann da ewig drüber reden. Ich würde mal sagen, ein BMZ-Corona-Sofortprogramm macht noch keine Erholung und Entwicklung. Das ist, sagen wir mal, eine erste Reaktion gewesen, gemessen an den Finanzvolumina, die insgesamt zum Abfedern der Pandemie, und wir reden ja vor allen Dingen in Afrika neben den gesundheitlichen Folgen über die ökonomischen und sozialen Folgen der Pandemie, gemessen an den Riesensummen, die da mobilisiert werden, ist das gar kein so großer Betrag und eigentlich mal das Mindeste. Deswegen, was ich jetzt sagen möchte an der Stelle ist, was jetzt kommen muss, ist natürlich die Debatte um Green Recovery, Smart Recovery, Building Back Better, wie man das auch immer gerade nennen möchte. Und der Kern ist eben, wie investiere ich denn jetzt als nächstes klug? Also die Frage stellen wir uns in Europa. Der Green Deal ist ein Teil der Antwort darauf. Also Dekarbonisierung, Vorrang für Digitalisierung und ganz ähnliche Fragen stellen sich ja auch auf dem afrikanischen Kontinent. Und interessant finde ich, dass wir Europäer, sag mal, unsere Probleme wahrscheinlich gar nicht mehr alleine lösen können, sondern auch afrikanische Partner dafür brauchen werden. Wenn man jetzt einfach mal an die Klimafrage denkt, Themen wie grüner Wasserstoff können zu ausländischen Direktinvestitionen führen, die, wenn klug gemacht, kein Ressourcenflug werden, sondern von denen beide Seiten profitieren können. Wir haben ja da jetzt in Marokko schon losgelegt, andere Länder, afrikanische Länder kommen auch auf uns zu und fragen uns genau nach solchen Investitionen und ob wir die von öffentlicher Seite unterstützen können. Digitalisierung, da wissen wir natürlich, dass auf dem afrikanischen Kontinent teilweise Dinge passieren, wo wir in Deutschland eher hinterherlaufen. Bei einer sehr jungen Bevölkerung auch kein Wunder, dass da das Innovationspotenzial größer ist. Also da sind, glaube ich, echte Chancen drin, übrigens auch, um Entwicklungszusammenarbeit ganz anders zu machen und zu skalieren. Also die Dinge, wie wir sie früher gemacht haben, machen wir wahrscheinlich in 5 Jahren so nicht mehr von Land zu Land mit einem ähnlichen Ansatz, weil er funktioniert, sondern wir können mit klugen Plattformen und digitalen Technologien direkt eine ganze Handvoll oder mehr Länder in die Zusammenarbeit gehen oder Mechanismen aufbauen. Smart Farming mache ich ja nicht nur für ein Land mit Satellitendaten, sondern kann ich für ganze Landstriche und Regionen und meinetwegen für den Sahelgürtel machen. Ich will sagen, da kommt eine Menge und es verändert Entwicklungszusammenarbeit und wie wir die Dinge sehen. Wir müssen, glaube ich, jetzt schon deutlich über das Abfedern in der akuten Krise hinausdenken und ich würde gerne nochmal einen Punkt unterstreichen. Jane hat da im Prinzip alles zu gesagt, die afrikanische Freihandelszone kann ein echter Gamechanger sein. Und das ist eben eine afrikanische Agenda. Wir sprachen vorhin von Compact with Africa und Marshallplan mit Afrika. Das sind berechtigte Dinge aus Industrieländern, die versuchen, auf afrikanische Entwicklungen zu reagieren. Aber hier haben wir eine urafrikanische Agenda, wo wir als Europäer ein Stück weit überrascht sind, wie schnell und entschieden das vorangeht. Insbesondere, weil wir gesehen haben, lange auf dem afrikanischen Kontinent hat sich da beim interregionalen Handel wenig getan und jetzt passiert wirklich viel. Also es ist ein enormes Potenzial drin, auch zur Bekämpfung von absoluter Armut. Ein Markt von 1,2 Milliarden Menschen mit dem Bruttoinlandsprodukt, der da ist. Das heißt, man wird auch nicht mehr nur auf ausländische Direktinvestitionen schauen müssen, sondern der Handel auf dem afrikanischen Kontinent und auch die Produktion auf dem afrikanischen Kontinent bekommt einen echten Boost dadurch. Ich würde mal sagen, als Bundesregierung waren wir früh dran, das mit zu unterstützen. Es gibt ja eine Latte von Unterstützungsprogrammen, damit so eine Freihandelszone auch fliegen kann. Am Ende ist es eine Aufgabe, die die Afrikaner politisch selbst erstmal hinbekommen müssen. Und wir als Europa müssen ein sauberes Angebot machen für den Handel zwischen Europa und Afrika. Vielen Dank für die Einschätzung. Wir würden jetzt ein oder zwei Teilnehmer auch per Video dazuschalten. In der Zwischenzeit kann ich schon einmal einige Fragen an das Panel stellen. Ich würde die Panelisten bitten, sich die Fragen zu notieren. Wir sammeln ein bisschen und dann bekommen sie nochmal am Ende die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Wir haben eine Frage aus dem Büro von Eva-Maria Schreiber, MdB, an Herrn Krake. Sie haben gesagt, der Entwicklungsinvestitionsfonds mobilisiert 1 Milliarde Euro. Bisher hat die Bundesregierung aber nur ein Fünftel der von Minister Müller und Kanzlerin Merkel versprochenen Euro zur Verfügung gestellt. Es sind auch keine weiteren Mittel im Haushalt eingestellt. Wie genau setzt sich dann die 1 Milliarde zusammen? Weitere Fragen, die wir haben, sind einmal auch an Dr. Matthias Witt, der jetzt auch wieder dazukommen kann. Sie können auch gerne Fragen an Dr. Matthias Witt stellen. Dr. Witt, thanks very much for your brilliant study.
Can you let us know whether there were built-in mechanisms in the 10 projects you studied to check the investors? And if yes, what happened when they were not followed? Und noch eine weitere Frage aus dem Publikum. What is the view of the panelists on African governments granting tax-free entry of products from European governments? For example, the Kenyan government recently granted 25 years tax-free entry of products from the UK government. So, und dann würde ich einmal das Wort an Bettina Rudloff geben für ihre Frage. Ja, vielen Dank. Hallo an alle. Ich bin Bettina Rudloff. Ich bin Agrar- und Handelsexpertin an der Stiftung Wissenschaft und Politik und bin unter anderem auch Mitglied im strategischen Begleitkreis der sogenannten Sonderinitiative Eine Welt ohne Hunger am BMZ. Und uns beschäftigen in dem Kreis oder mich auch in meiner Forschung eben genau die Fragen, die wir besprochen haben. Und eine Frage sozusagen ist, bezieht sich auf den Studieninhalt, aber geht darüber hinaus, was mögliche Ansätze sind. Und das ist die Frage nach den sogenannten bilateralen Investitionsschutzabkommen, wo die eben im Moment nicht mehr deutsche Kompetenz sind, sondern europäische. Insofern, sie ziehen sich mit der Studie auf Deutschland. Und dennoch sind da ja ein paar Dinge drin, die wichtig sind für Investoren im Sinne von die Frage, was ein Enteignungstatbestand ist, wenn ein Zielland für eine Investition, wie wir das hier diskutieren und ja wollen, strengere Gesetze, sage ich jetzt mal, für Nachhaltigkeit entwickelt, dass es dann nicht um Enteignungsklagen geht, die dann teilweise in Millionenhöhen gehen. Und es gibt da ein paar neuere Entwicklungen. Die EU möchte zumindest ein moderneres Modell verfolgen mit dem sogenannten Regulierungsrecht, das Right to Regulate, dass das eben mehr Scope für solche Regulierungen gibt, aber auch innerafrikanische. Mir hat neulich ein Völkerrechtler das spannende Beispiel eines Investitionsschutzabkommens zwischen Marokko und Nigeria genannt, wo es Unternehmerpflichten gibt wohl als besonderes Modell. Also das wollte ich nur als Anregung in die Runde bringen. Und konkret nochmal die Frage, das tauchte mehrfach auf, das Monitoring, also dass der Wert auch dieser Studie daran liegt, eben mit lokalen Akteuren zusammen sich konkrete Effekte anzugucken. Auf EU-Ebene im Handelsbereich wird das gerade systematisch mit den Nachhaltigkeitskapiteln in den Handelsabkommen gemacht, um eben eine besseren Enforcement, Umsetzung dieser Nachhaltigkeitsbestimmungen in diesen Kapiteln zu haben. Und die Idee ist, das wirklich regelmäßig mit jährlichen Reports zu machen und genau mit der Einbindung von lokalen Akteuren. Also vielleicht kann man das als Idee oder als Modell ein bisschen mitnehmen, auch für die Investitionsfolgen als Impact Assessment sich anzuschauen. Und drittens eine offene Frage, wie sieht es aus mit Vertragslandwirtschaft bei den landwirtschaftlichen Fallbeispielen? Ist das eine Idee, die ist jenseits von, man kauft Ländereien, möglicherweise pachtet man sie auch als Investor und bindet aber lokale Akteure mit ein. Das ist nicht per se ein Goldstandard, das hängt von den konkreten Bedingungen ab. Aber wäre das ein interessanter Weg, das vielleicht direkt an Mohamed die Frage, ob das ein Weg sein könnte, wenn man es gut gestaltet, dass man sozusagen die lokalen Akteure über vertragliche Landwirtschaft einbezieht in Investitionsprojekte. Dankeschön. Dankeschön für die Frage. Wir nehmen noch eine weitere Frage von Herrn Ulrich Leffler-Franke. Sie können jetzt Ihre Frage stellen, wenn Sie Ihr Mikro anmachen. Oder auch nicht. Ansonsten, wir haben ja noch jede Menge weitere Fragen und nur noch ganz wenig Zeit. Deswegen ist der Vorschlag, dass wir die Fragen auch im Nachgang zum Seminar nochmal aufnehmen und gegebenenfalls mit Panelistinnen rückspielen. Ich würde dann jetzt die vier oder die drei Podiumsteilnehmer und Teilnehmerinnen sowie Herrn Dr. Witt bitten, einmal auf die Fragen einzugehen. Wir können ein paar Minuten überziehen. Trotzdem würde ich Sie bitten, dass jeder versucht, maximal 2 Minuten ein Statement noch abzugeben und die Fragen zu beantworten, damit wir danach an Herrn Schwake überreichen können zum Schlusswort. Dr. Witt, vielleicht fangen Sie an. Ja, ganz herzlichen Dank. Danke sehr auch für die vielen interessanten Diskussionsbeiträge.
Ich glaube, eine Sache ist wichtig, Herr Wenn, Sie hatten das im Chat auch schon gesagt, wir haben uns vor allen Dingen die Privatinvestitionen angeschaut und selbstverständlich sind die meisten Ergebnisse auch übertragbar auf öffentliche Investitionen, wo natürlich die Regulierung, der Regulierungsanspruch höher ist und auch die Regulierungsmöglichkeit. Eine zweite Frage oder Kommentar, Herr Krake, zu unseren Empfehlungen zur Bundesregierung. Ne? Es ist ein deutlicher Qualitätsunterschied zwischen den Häusern erkennbar. Ne? Also zwischen den BMW und BMF geführten Initiativen und den BMZ geführten Initiativen. Das ist ja auch nochmal vielleicht eine Stärkung für Sie im Kabinett auf entsprechende Qualitätsstandards auch der anderen Häuser nochmal mit hinzuweisen und die einzufordern. Ich denke, das können die Investitionsqualität und die Qualität der Zusammenarbeit nochmal ganz erheblich zusätzlich steigern. Und natürlich heißt das auch, Weltbank und IWF gehören uns ja auch mit unseren Steuergeldern und mit unseren Exekutivdirektoren und so etwas. Also da ist das eine Ermutigung, die Kraft auch noch weiter anzuspannen, um auch dieses Thema weiter fortzuführen. Ne? Die Frage der Qualitätsstandards von Bright Mavudor, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Geschichte, die uns aufgefallen ist, was die Rolle von Brot für die Welt in den Investitionsepisoden und in den Investitionsprojekten angeht. Die Lücke zwischen dem Kleinunternehmen oder zwischen der Community und dem internationalen Investor ist einfach unglaublich groß. Die Lücke in der Rechtsdurchsetzung, die Lücke in der Kommunikation und da spielt Brot für die Welt eine ganz, ganz enorm wichtige Rolle, einfach diese Plattform herzustellen, dass überhaupt zum Beispiel in Marikana, in Südafrika, die Betroffenen auch in eine Diskussion mit dem Investor kommen und da eine Verhandlung stattfindet. Augenhöhe ist natürlich in so einer Rolle, in so einem Prozess schwierig zu behaupten, das gibt es nicht, aber die Stärkung der lokalen Stimmen gegenüber dem internationalen Investor, das ist eine ganz wesentliche Facilitationsrolle, die Brot für die Welt in vielen der Fallstudien auch sehr erfolgreich gespielt hat. Was ist passiert, wenn das nicht gecheckt wurde? Natürlich, wir haben in den Fallstudien auch herausarbeiten können, wie das Rechtssystem in den jeweiligen Ländern reagiert hat auf die unterschiedlichen Negativerfahrungen, waren es ja in dem Fall meistens, und wie weit die Ansprüche und die Rechtstatbestände auch weiter verfolgt werden konnten auf lokaler Ebene. Insofern hat sich auch daraus unsere Empfehlung entwickelt, zu sagen, stärkt in den Partnerländern auch stärker das Justizsystem und die Regulierung, sodass solche Negativerfahrungen in Check bleiben, also auch tatsächlich überprüft werden. Ein Wort noch in eigener Sache. Wir sind dabei, die Studie auch auf eine Plattform zum Runterladen zu stellen. Das kommt demnächst. Bitte an alle Teilnehmer, zögern Sie nicht, uns über unsere Website www.winsconsult.de zu besuchen oder uns eine Mail zu schreiben. Wir sehen dann zu, dass wir Ihnen so schnell wie möglich die Informationen, wo Sie die Studie runterladen können, schicken. Herzlichen Dank nochmal für die intensive und interessante Diskussion. Dankeschön. Herr Krake, möchten Sie weitermachen mit der Beantwortung der Fragen? Gerne. An mich wurde die eine Frage speziell gerichtet, ob wir den Entwicklungsinvestitionsfonds mit der Milliarde auch wirklich finanzieren seitens des BMZ. Das ist so und ist auch mehr als ein Fünftel der Gelder jetzt schon ausgegeben. Wir hatten damals gesagt, 400 Millionen Euro für
Africa Grow, ein Dachfonds, der in afrikanische KMUs finanziert. Da sind Stand Ende letzten Jahres 260 Millionen von investiert worden. Wir haben gesagt, weitere 400 Millionen für Africa Connect. Da geht es um deutschen Mittelstand, deutschen und europäischen, der nach Afrika gehen will. Da sind wir hinterher, weil einfach die Pandemie zu einer Situation geführt hat, dass wir weniger Mittelständler haben, die da investieren. Und das war auch immer im Prinzip ein Angebot der Bundesregierung. Da hätten wir uns gefreut, wenn die Mittel ausgeschöpft werden könnten, aber das gibt die Marktlage eben im Moment nicht her. Dann wird es ein bisschen länger dauern, bis wir bei den 400 Millionen ankommen. Und by the way, solche Programme machen wir dann ja danach nicht zu. Da legen wir ja Strukturen für die Zukunft mit. Das würden wir nicht aufziehen bei der DEG, um dann zu sagen, das machen wir jetzt 3 Jahre für eine Legislaturperiode und dann ist es vorbei. Fehlen noch weitere 200 Millionen, die sind in das Wirtschaftsnetzwerk Afrika gegangen. Das sind kleinvolumigere Instrumente. Das wird aber auch gefüllt. Mag sein, dass wir bis Ende 2021 nicht das komplette Geld investiert haben, dann aber auch aus guten Gründen, weil am Ende braucht es immer privatwirtschaftliche Partner dafür und nicht nur ein Angebot der staatlichen Seite. Aber also da gilt versprochen und gehalten an der Stelle. Von unserer Seite ist das Angebot da. Nochmal zu Ihrem Punkt, Herr Witt, in der Ressortzusammenarbeit. Klar sind wir als BMZ diejenigen, und das belegt Ihre Studie, die in besonderem Maße die entwicklungspolitischen Wirkungen im Blick haben und das auch umsetzen. Wird aber schon für die Bundesregierung insgesamt in Anspruch nehmen, dass auch das BMF, also das Finanzministerium und auch das Wirtschaftsministerium ja echt neue Dinge jetzt in dieser Legislaturperiode gemacht haben, die auch ganz klar auf entwicklungspolitische Ziele in Afrika einzahlen. Da kann man darüber diskutieren, ob man das noch maximieren kann. Man muss nur auch verstehen, dass die Politikbereiche aus unterschiedlichen Logiken kommen und Außenwirtschaftsförderung ja auch noch eine Berechtigung hat. Aber dann ist es auch gut, dass sie auch in Richtung Afrika stattfindet. Da ist sicherlich noch ein Potenzial, Dinge zu maximieren. Und was Sie ja auch noch kurz angesprochen hatten, das Thema Hermes Investitionsgarantien, Exportförderung. Ich glaube, da ist es uns über die Jahre zumindest gelungen, Schlimmeres zu verhindern. Das gab es in früheren Zeiten. Da sind wir, glaube ich, jetzt wirklich auf einem anderen Weg, auch wenn es um Dekarbonisierung der Weltwirtschaft geht. Die Standards haben sich sehr verändert. Ich gebe Ihnen aber recht, dass da auch immer noch Luft nach oben ist bei solchen Großinvestitionen im Hinblick auf die entwicklungspolitischen Wirkungen. Ich bin aber schon mal in der Summe froh, dass es da vorangegangen ist und alte Fehler nicht mehr gemacht werden. Ja, vielen Dank. Mr. Conte, would you like to answer the questions addressed to you shortly? Are you still with us? Ms. Nalunga, are you still with us? Yes, please. Okay, then please go ahead and answer the questions addressed to you kindly. Can you please remind me of that, just briefly? My internet was on and off. Yeah, the question that is still open is, what is the view of the panelists on African governments granting tax-free entry of products from European governments? Like, for example, the Kenyan government that has recently granted 25 years tax-free entry of products from the UK. My comment on that is that African countries shouldn't be doing that. And I remember when we were negotiating the economic partnership agreement between the EU and Africa, that was one of the issues which was raised, that we need taxes on our products, on the products coming into Africa for us to be able to industrialize, because we can't industrialize when they are duty-free products coming into our country. That means that our industries can't compete. But when you look at what Kenya did, those are the issues I talked about competition. Kenya took this decision without even discussing it within the East African region. Yet as the East African community, we have a common external tariff. You know, so those are, when you look at what the dysfunctionality at the regional level, then you wonder how we can be able to make the CFTA work. So for me, I don't really support that we should be able to allow duty-free entry of EU products. But this isn't a blanket statement. We need to look at what are those products which we need cheaply for us to be able to industrialize
so that we remove taxes and those products which will compete with our products, which we shouldn't bring in. Take an example of dairy products, milk. Why should we reduce tariffs on milk products from the European Union when EU is providing subsidies to their producers and we are not, you know? So you can see already the competition is imbalanced. So we need, as Africa, we need to be able to analyze instead of going at, you know, blanket 25 years of, you know, tax-free, that won't work for, that won't work for Africa. And in fact, it's mitigating against the CFTA, which is promoting intra-Africa trade. Thank you very much. Unfortunately, I believe we have lost Mr. Conte for the moment. I would like to thank all the panelists for this great and interesting discussion. I think we could have still continued on for very long. The interest is very huge in this topic. But I would now like to hand over to David Schwake, der jetzt das Schlusswort sprechen wird, was wir aus dieser Veranstaltung mitnehmen. I'm actually here. Okay. Mr. Conte, would you still in 2 minutes comment on any question, or have from your perspective also all questions been answered? Well, definitely, I think all the questions have been answered, but then I would just want to ask if Mr. Kranke is aware that the bilateral cooperation between Germany and Sierra Leone will end in a few years' time, and that will have huge consequences and implications on social and other aspects, and if every aspect of development will now be centered from a German perspective to only through only foreign direct investment, I think this will have huge implications. I don't know what Mr. Kranke will have to say to that. Herr Krake. Maybe just a very quick reaction to one. We are aware that the bilateral cooperation will come to an end, and we have some good reasons to focus on our bilateral cooperation on less countries. But please be also aware that our cooperation with Sierra Leone will continue on another level through other channels. And we will also continue to have regional programs. But and I think when we stop programs, we will do that responsibly. And the Germans are not alone with Sierra Leone, and that there are also other international partners who take over parts of the things that we have done in context of division of labor on the continent. Nevertheless, I think it was a wise decision of the German government to focus in the end on less countries. Dankeschön. David Schwake. Ja, vielen Dank, Sabine. Wir haben schon 5 Minuten überzogen und noch immer über 100 Teilnehmer. Ich glaube, das spricht dafür, dass das Thema, das Brot für die Welt und die Deutsche Afrika-Stiftung heute präsentiert haben, tatsächlich eines ist, dass das auf Interesse stößt, das wichtig ist. Ich finde sehr wichtig und sehr positiv, dass die NGO-Welt private Investitionen nicht einfach pauschal ablehnt, sondern bereit ist, sie sich genauer anzuschauen. Und meine Hoffnung wäre, dass die Wirtschaft andersrum auch den Beitrag der NGOs nicht pauschal ablehnt, sondern versucht, sie in ihre Entscheidungen mit einzubeziehen. Ich habe heute gelernt, private ausländische Investitionen sind grundsätzlich willkommen. Die große Frage ist, unter welchen Bedingungen sind sie entwicklungsfördernd, unter welchen Bedingungen können Sie einen Beitrag zur Entwicklung leisten? Und ich glaube, das ist eine Frage, die wir noch lange diskutieren könnten und wahrscheinlich werden. Gelernt habe ich, Mega-Investitionen passen nicht zur afrikanischen Wirtschaft, die kleinteilig und informell organisiert ist. Ich glaube, das ist letztlich eine gute Nachricht für die deutsche Wirtschaft, deren Rückgrat ja die KMUs sind, also kleine und mittlere Unternehmen. Und vielleicht ist die eigentliche Frage, die wir beantworten müssen, wie wir es schaffen, ja, die mittelständische Industrie stärker zu Investitionen zu bewegen. Und vielleicht löst sich dann die Frage des Impacts und der Nachhaltigkeit ganz automatisch, wenn wir es schaffen, tatsächlich die deutsche mittelständische Industrie zu solchen Investitionen zu motivieren. Mohamed Conte hat die Frage gestellt, wie viel von Auslandsinvestitionen bleibt eigentlich in Afrika hängen. Ich finde, das ist eine relevante Frage, eine legitime Frage, die man weiter stellen muss.
eine Frage, die sich genauso an die EZ richtet, meines Erachtens. Die Herausforderung, dass Gewinne privatisiert werden und Kosten vergesellschaftet werden, ist, glaube ich, eine Herausforderung, die Afrika und Europa teilen, die sich auch hier bei uns im Norden stellt. Das haben wir kurz andiskutiert. Governance ist sicherlich ein Schlüssel. Und Jaina Lunga hat mit Recht darauf hingewiesen, dass da Frameworks geschaffen werden oder auch schon geschaffen worden sind. Und damit wiederum stellt sich dann die Frage der Implementierung. Und vielleicht ist hier eine gewisse Schwäche unserer Ansätze. Wir setzen darauf, dass rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen werden. Aber für die Implementierung können wir dann doch nicht garantieren. Damit will ich es letztlich belassen. Ich möchte Ihnen allen ganz, ganz herzlich danken. Natürlich vor allem unseren Partnern bei Brot für die Welt, BitConsult, den afrikanischen Kollegen Mohamed Konté und Jaina Lunga und natürlich Herrn Krake. Vielen Dank, dass Sie bereit gewesen sind, die Bundesregierung hier zu vertreten. Ich finde, Sie haben das wundervoll gemacht. Das Programm der Afrika-Stiftung geht natürlich weiter. Wir haben im März, am 15. März eine Veranstaltung zu Libyen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung, am 19. März eine zu Äthiopien. Für die wirtschaftlich Interessierten haben wir dann in der zweiten Märzhälfte zwei interessante Veranstaltungen, einen runden Tisch Wirtschaft zur afrikanischen Freihandelszone, gemeinsam mit dem DIHK, und dann eine Veranstaltung mit dem Deutschen Afrika-Verein, bei dem es um die Fragestellung geht, European Green Deal, Protektionismus durch die Hintertür. Wir bleiben also am Ball und hoffen, dass Sie auch wieder dabei sein werden. Für heute darf ich Ihnen allen ganz herzlich danken und Ihnen noch einen schönen Nachmittag wünschen. Tschüss. Tschüss.